Weitere Folge von Dirt Live Talk, dem digitalen Stammtisch zum German Speedway Masters 2022. Saisonbeginn am 16.06. in Olching in Bayern. Wird also allerhöchste Zeit, dass wir euch das nächste Team vorstellen. Eine Fahrgemeinschaft, die aus zwei deutschen Traditionsvereinen gebildet wird, nämlich dem MSC Diedenbergen und dem MSC Berghaupten. Diedenbergen kennt jeder, der sich im deutschen Bahnsport auskennt, als einen der ganz langjährigen, wie gesagt, Traditionsvereine. Liegt im Prinzip direkt am Autobahnkreuz vom Frankfurter Flughafen. Und Herxheim als Berghaupten ist im Speedway-Sport kein unbeschriebenes Blatt, war im vergangenen Jahr schon mit dabei beim German Speedway Masters. Jetzt haben sich die beiden, Jan Seidler, zusammengefunden zu einer Art Rennsportgemeinschaft. Ja, tolle Gemeinschaft, tolle Vereine, die sich da zusammengetan haben. Sie haben ja tatsächlich auch ein bisschen was zu verteidigen, nämlich den Titel aus dem letzten Jahr. Das darf man nicht vergessen. Sie sind Auftaktsieger geworden in Doren und haben einen grandiosen Start hingelegt mit einem klasse Team. Und ich bin gespannt, was sie dieses Jahr reißen können. Aber die beiden Fahrer plus Reserve, die sie jetzt an den Start schicken, wird auch wieder spannend. Max Dilger aus dem Schwarzwald ist Fahrer Nummer 1 und hat im vergangenen Jahr, wie du richtig sagst, in Doren mit seinem Teil dazu beigetragen, dass der Titel gewonnen worden ist. Ja, Max ist, glaube ich, einer der professionellsten Fahrer, die wir in Deutschland haben. Er betreibt den Sport wirklich von der Haarspitze bis zum Zeh. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Man sieht ihn regelmäßig auf seinen Social-Media-Kanälen morgens um 4 auf dem Fahrrad sitzen. Oder wenn ich es jetzt übertreibe, dann ist es halt morgens um 6, aber viel später steht er, glaube ich, nicht auf. Ist in Frankreich erfolgreich unterwegs, in Deutschland erfolgreich unterwegs. Ich freue mich, dass wir mit Max da auf jeden Fall auch wieder eine Granate an den Start bringen können und vor allen Dingen auch so professionelle Unterstützung haben, schon den ganzen Winter über mit unserer Talkreihe mit Max, wo er uns tatsächlich dann auch die Einblicke in die Technik und in seine Vorbereitungszeit gibt. Da haben wir ja tolle Folgen mit ihm drehen können. Und Max Dilger, Tobias Kroner, ist einer, der hin und her springt zwischen Langbahn und Speedway. Was ist das für eine Art der Umstellung? Eine Sache, die du ja in der Form nie gemacht hast. Die ich nie gemacht habe, aus gutem Grund. Also ich habe mich nie auf der Langbahn gesehen. Aber ich habe auch einen anderen Fokus gehabt, glaube ich. Also ich bin ja sehr früh zu meiner Zeit nach England rüber gewechselt und habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Aber das ist ja ein typisch deutscher Weg, im Speedway zu starten und dann irgendwann Anfang, Mitte der 20er dann in den Langbahnsport zu wechseln. Und Max macht das ja erfolgreich, hat ja im letzten Jahr den deutschen Meistertitel geholt und dementsprechend ist er da sehr, sehr gut unterwegs. Und ich glaube, dass er den Spagat schafft, wobei er natürlich im Speedway-Sport schon zur deutschen Spitze gehört, international, glaube ich, den Fokus nicht so hat, dass er in den Top-Ligen unterwegs ist. Aber sicherlich für die Serie und für den Verein auf jeden Fall ein sehr guter Vertreter. Und wie Jan schon sagt, also top-professionell natürlich, was Ernährung angeht, was Sport angeht. Also wenn da noch, eine ordentliche Portion natürliches Talent dabei wäre, also Max ist auch ein Arbeiter, er muss sich wirklich alles erarbeiten. Anders als ein Kai Hoppenbeck zum Beispiel, dem das so in die Wiege gelegt wurde und der sich auf jedes Motorrad setzt oder auf jedes Gefährt, was Räder hat, und dann einfach losfährt und überall schnell ist. Ich glaube, Max muss sehr viel arbeiten, sehr hart arbeiten, ist sehr akribisch, beherrscht das Marketing wie kein Zweiter, das muss man tatsächlich so sagen. Also da ist auch, da glaube ich, dass er diesen Weg mit den Social Media und so weiter am besten beherrscht. Super professionell und macht das wirklich sehr gut aus meiner Sicht. Dementsprechend ist er da sehr erfolgreich auch unterwegs und ja, ein echter Zugewinn für die Serie, vor allen Dingen, weil er natürlich auch ordentlich Reichweite mitbringt für uns. Die zweiten und dritten Fahrerplätze, die von dieser Rennsportgemeinschaft Diedenbergen, Berghaupten besetzt werden, bringen internationales Flair rein. Bastian Petersen ist der Fahrer Nummer 2 im Aufgebot, Jan. Ja, dänisches Top-Talent, muss man ganz klar sagen. Ist mittlerweile ja auch in Deutschland schon die eine oder andere Bahn gefahren, ist auch mehrmals zum Einsatz schon gekommen in Deutschland, hat die ersten Ausrufezeichen setzen können. In der dänischen Liga mittlerweile tatsächlich auch im Liga-Zirkus angekommen. Eins meiner großen neuen Hoffnungen, glaube ich, aus Dänemark, finde ich super, den Jungen. Ich bin echt gespannt drauf, wie er sich dieses Jahr dann auch in der kompletten Serie etablieren wird. Dänemark ist ja, Tobias, seit Ole Olsens Zeiten eine Speedway-Hochburg.
Und anders als Deutschland mit Egon Müller hat Dänemark es geschafft, tatsächlich permanent neue Talente wieder hervorzubringen, die einmal vom Pflänzchen Ole Olsen quasi zum Sprießen gebracht, dann aber permanent gewachsen sind zu einem ganzen Wald von dänischen Topfahrern, angefangen eben von Ole Olsen über Erik Gundersen, Hans Nielsen, den angesprochenen Nicky Pedersen bis zu der jungen Garde, die jetzt aufräumt, zu der Bastian Pedersen dann gehört. Absolut. Die haben es einfach geschafft, sich auf wenige Klassen zu konzentrieren. Also die 85 Kubikzentimeter Klasse, die ist ja in Dänemark sehr etabliert. Sie haben ja auf jeder Ligabahn auch eine kurze Bahn im Innenfeld, auf der sich diese Rennen starten. Und das ist eine eigene Liga tatsächlich schon in dem Alter. Dementsprechend steigen sie natürlich auch sehr nah am Speedway-Sport selber schon ein. Also anders als wir das hier in Deutschland machen, dass sie erstmal über die 50, also ich nenne es mal neutrale Bahnmotorräder mit 50 Kubik und dann geht es ja weiter. Also früher war es ja sogar noch 65 Kubik, dann gab es 85, 125 und 250 Kubik. Jetzt gibt es nur noch die Stufe von 50 auf 125 und 250 Kubik, wobei eine kleine Klasse im Osten ja existiert, die auch 85 Kubik fahren. Jan, die kommen ja aus deiner Region. Güstrow sei ja sehr erfolgreich unterwegs. Aber ansonsten ist diese Klasse leider unterrepräsentiert hier in Deutschland. Ich glaube, es ist eine sehr gute Klasse zum Lernen. Und wie gesagt, dieser Fokus, den sie haben, sofort auch ins Ligageschäft einzusteigen, dann später, ich sag mal, nach der 85 Kubikzentimeter in die 500 Kubik zweite Division reinzugehen und dann in die erste Division. Das sind ja die Wege, die die jungen Talente machen. Ich bin seinerzeit 2003 auch für Autrup in der ersten Division gestartet und später in der Superliga. Und dementsprechend ist das ein sehr guter Weg, den man als Fahrer gehen kann. Man kann einfach in kleinen Abstufungen in der Leistungsklasse kann man sich nach vorne arbeiten. Und ich glaube, wir haben ein vielversprechendes Talent dabei. Bleibt abzuwarten, wie er sich auf der langen Bahn in Euching schlägt. Ich glaube, in Doren und in Tetaro wird er den Vorteil nutzen und der Erfahrung auf den kurzen Bahnen, die sie ja in Dänemark sehr viel haben. Und selbst wenn die Bahnen dort mal lang sind, haben sie sehr schmale und kurze, schwierige Eingänge in den Kurven. Dementsprechend ist es einfach eine sehr gute Nation, um im Speedway-Sport groß zu werden. Ich finde bei Dänen, oder ich finde es andersrum gesagt, jeder Däne lohnt eigentlich schon den Weg ins Speedway-Stadion, also nicht nur wegen des reinen Fahrens, aber auch weil dänische Sportler generell für mich ganz besondere Persönlichkeiten sind. Auf der einen Seite, wenn man die abseits der Bahn oder im Automobilsport einfach im Fahrerlager trifft, dann sind das freundliche Menschen, die ein sonniges Gemüt an den Tag legen und je nach Alter ist es entweder der liebe nette Onkel oder der kleine Bubi von nebenan, der, mit dem man sich ganz normal unterhalten kann, der keine Fliege was zuleide tun kann und wirklich ausnehmend freundlich mit einem sonnigen Gemüt daherkommt. Aber kaum haben sie dann den Helm auf oder sitzen im Rennauto oder auf der Maschine, dann geht's aber los. Dann ist nicht nur Nicky Pedersen da, der Rüpel vom Dienst, da kennt also keiner von denen irgendwelche Freunde oder Verwandte. Ich kenne also jede Menge dänische Motorsportler, die sind im Wesen alle gleich, diese fast schon zwiegespaltene Persönlichkeit. Und ich kenne auch wiederum kein anderes Völkchen im Motorsport, das genau diese Eigenheit aufweist. Auf der einen Seite freundlich, lieb und nett und arglos und auf der anderen Seite los geht's. Ja, ich muss da leicht widersprechen, Norbert. Ich habe meine Erfahrungen da auch gemacht. Also ich habe seinerzeit einige Jahre auch mit Hans Andersen sowohl in England als auch in der polnischen Liga verbracht. Eigentlich ein netter Kerl. Wenn es um den Sport geht, habe ich sie als sehr, sehr egoistisch empfunden. Sie haben ihren eigenen Weg, haben wenig fürs Team sich eingesetzt, haben ihren eigenen Vorteil eher verfolgt. Kenneth Bierre war auch so ein Kandidat. Ich komme mit denen super klar, darum geht es gar nicht. Aber ich finde, so aus dem Teamgefüge heraus, da haben sie sich nicht unbedingt als Teamplayer, so wie es die Australier zum Beispiel machen oder die Engländer oder also ich habe da gibt es tatsächlich Nationen, die sich da deutlich mehr einbringen oder die Amerikaner. Aber die Dänen, die sind da schon sehr, sehr professionell, sehr erfolgsorientiert unterwegs. Zumindest die Top-Jungs. Vielleicht mag es nach dem Rennen sein, dass man dann nochmal ein Lächeln entlockt. Ich erinnere mich, als wir den 25. Geburtstag mit Kenneth Bierre in Danzig gefeiert haben. Das war dann auch ganz lustig, mal nach einem Ligarennen, nach einem Heimsieg in der Extraliga gegen Wiedgosch zu der Zeit. Das ist noch eine lustige Erinnerung aus der Zeit, muss ich sagen. Das war ein toller Abend.
Und da hat man sie auch mal so erlebt, dass sie auch sehr offen waren. Aber ich habe sie tatsächlich im Sport selber zu der Zeit anders erlebt. Was aber ja nichts anderes ist, als das, was ich gerade gesagt habe. Sobald es um den Sport geht, vergessen sie ihre eigentlich nette Art und Weise, sobald es halt tatsächlich ernst wird. Aber im Gefüge des GSM oder in der Art, wie das GSM aufgebaut ist, Jan, ist das wiederum egal. Selbst wenn auch der Bastian Petersen sich als Egoist herauskristallisieren wollen sollte, kann der trotzdem aufgrund eben der Art, wie die Punktevergabe erfolgt, einen wertvollen Beitrag leisten für die gerade angesprochene Renngemeinschaft, die den Bärenberghaupten. Ja klar, also dank unseres Systems ist es eigentlich letztendlich egal, ob er egoistisch unterwegs ist oder fürs Team, denn die Punkte werden ja automatisch mitgezählt und somit haben wir eine eindeutige Teamleistung dann, die wir im Hintergrund bewerten. Was ich aber Tobi leider ausreden muss, ist, dass er Bastian Petersen in Doren live sehen wird. Das tut mir für ihn leid und dieses Teamgefüge wird dann leider nicht zusammenkommen, aber wir haben ja eine tatkräftige Reserve. Ich wollte gerade sagen, macht fast gar nichts, denn der Reservefahrer hat es auch in sich, den kennen die deutschen Speedway-Fans schon als tatsächlich kleines Bürschchen. Robert Lambert nämlich, der aus England stammt, aus einer Speedway-Familie stammt und der zu Beginn seiner Karriere eine deutsche Lizenz gehabt hat und auf vielen deutschen Bahnen bis hin bei uns oben in Morwinkelsdamm unterwegs gewesen ist, Tobias. Also erstmal muss ich dazu sagen, das hört sich jetzt so an, als wenn ich alle Dänen als egoistisch empfinde. Das möchte ich ganz klar betonen, dass das nicht der Fall ist. Wie gesagt, ich hab da auch definitiv meine positiven Erfahrungen mitgemacht, aber ich habe jetzt mal aus der Sicht, wirklich internen Sicht als Fahrer im Team mit mehreren Dänen mal gesprochen. Aber der Ersatz für Doren ist natürlich klasse. Also ich bin da natürlich, freue mich sehr, dass wir den Grand Prix-Fahrer an Doren begrüßen dürfen mit Robert Lambert. Immer noch eines der Top-Talente auf dem Planeten, würde ich sagen. Er muss natürlich jetzt irgendwann den Sprung auch schaffen, sich in der Spitze durchzusetzen, wenn er es langfristig packen möchte. Ich glaube, diese Saison ist tatsächlich auch eine Schlüsselsaison für ihn. Im letzten Jahr hat er durchaus einige gute Ergebnisse gezeigt, gerade wenn man sein Alter berücksichtigt. Aber hier und da auch geschwächelt, das Ganze mit in die Liga reingenommen. Also die Ergebnisse, das ist ja häufig leider der Fall. Ich habe es jetzt am Wochenende beobachtet, den Pavel Pszczepelski, der ja gerade Grand Prix-Fahrer ist und jetzt letztes Jahr ein Top-Jahr gefahren hat. Ist ja auch ein Monster aus dem Monster-Energy-Team. Ich dachte, ein echtes Monster war das. Nein, ihn kenne ich persönlich nicht, aber ich halte ihn für sehr sympathisch. Aber er, das gibt ja solche Fahrer, die dann das schaffen, die schaffen den Sprung in den Grand Prix. Der Druck ist sehr enorm im Grand Prix. Ich glaube, der nimmt jetzt mit dem ganzen Thema Discovery Eurosport nochmal zu, weil einfach die Präsenz noch größer wird, die Reichweite größer wird, das ganze Ding noch größer wird im Gesamten. Und es wird wirklich spannend zu sehen sein. Er ist ja, der Robert Lambert ist ja Red Bull gesponsert, also er kommt aus dem anderen Lager. Ich drücke ihm die Daumen, dass er das schafft, sowohl in der Liga einen Schritt nach vorne zu gehen, als auch im Grand Prix, weil das ist na, die Krux am Ende. Häufig ist es halt so, siehe auch ein Christoph Kaspczak oder viele, viele Fahrer, die dann den Sprung immer wieder in den Grand Prix reinschaffen, aber der Rest leidet runter. Und die wirklichen Top-Fahrer, die dann ja wirklich sich auch lange in der Weltspitze etablieren können, die schaffen dann diesen Spagat und schaffen sich halt parallel in beiden Bereichen zu steigern und Weltklasse-Niveau anzunehmen. Und Robert hat das Zeug dazu. Er kann definitiv den Sprung schaffen. Ich drücke ihm die Daumen, dass er zum Jahresende ganz weit vorne im Grand Prix ist. Und wir sind natürlich dann Nutznießer in Doren. Und in Doren hat er übrigens den Bahnrekord, muss ich auch traurigerweise dazu sagen. Er hat er mir natürlich weggeschnappt. Ach, das wärst du noch. Tatsächlich halt Ende, ja. Ja, ich war tatsächlich lange, lange, viele Jahre Bahnrekordhalter und er hat mir den, glaube ich, 2015 weggeschnappt. Und meine letzten Jahre habe ich es dann nicht mehr geschafft, dann nochmal zu kontern. Also von daher, er ist in Doren kein unbeschriebenes Blatt. Publikumsliebling, absolut schnell unterwegs und immer für Topleistung gut. Und ich habe gesagt, er hatte eine deutsche Lizenz, ist mittlerweile wieder reinrassiger Engländer sozusagen, Lizenz und auch Pass bewährt. Wie ist der damals auf den Trichter gekommen, sich nach Deutschland sportlich einzubürgern? Weißt du das noch? Ja, er hatte keine Möglichkeit, in England zu starten, weil er ja noch 13 war, glaube ich, ja, wo er die ersten Rennen in Deutschland gefahren hat. Und hier konnte er tatsächlich mit seiner Lizenz starten. Hat ja damals dann zu Hause gefunden, sowohl bei René Schäfer, der ja ein großer Förderer ist, deswegen auch
der Start für Dietenbergen-Berghaupten. René ist ja ein großer Förderer dieser beiden Vereine und ein großer Gönner auch als Sponsor und macht da sehr viel, sehr engagiert. Dementsprechend sind wir natürlich froh, dass er den Kontakt zum Robert hat und ist ja auch Sponsor von ihm. Und Robert hat halt seinerzeit sehr, sehr viele Rennen hier gefahren, sei es in Norden, Morvinkelsdamm, Doren, Kloppenburg. Er ist ja auch Kloppenburger Vereinsfahrer dann geworden. Aber er hat tatsächlich seine ersten Runden, das muss ich nochmal sagen, in Doren gefahren seinerzeit. Und ich weiß noch genau, er war, glaube ich, 12 oder 13, wo er die allerersten Trainingsrunden bei uns gefahren hat. Und das war echt sehenswert. Also der ist einfach auch eines dieser natürlichen Talente, die sich auf Motorrad draufsetzen, Gas geben. Und das sieht gut aus, das ist stimmig. Wenn man denen dann als vermeintlich erfahrener Fahrer dann ein paar Tipps gibt, nimmt sich sofort an. Das sind so die Indikatoren. Man sieht eigentlich sehr schnell bei einem jungen Fahrer, ob er es weit bringen kann oder auch vielleicht auch ganz weit bringen kann oder auch nicht. Oder ob er halt viel, viel arbeiten muss, um nach vorne zu kommen. Und ja, Robert, absolut spannende Personalie. Und ich freue mich, dass er der Serie beiwohnt. Und ich freue mich und hoffe, dass er natürlich bis Doren unverletzt bleibt, dass er eine gute Saison fährt und uns dann einen guten Abschluss beschert. Das heißt also, beim Finale sehen wir dann Max Dilger als Titelverteidiger und Robert Lambert als Bahnrekordhalter in Doren auf eurem kleinen Eichenring im Emsland. Davor geht es aber los am 16.06. in Olching mit Max Dilger und Bastian Petersen als Vertreter der Fahrgemeinschaft Dietenbergen und Berghaupten. So viel zu diesem Verein. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Talkrunde, indem wir uns dann der MSV Herxheim zuwenden werden. Schön, dass ihr beide dabei gewesen seid, Tobias Kroner und Jan Seidler. Bis bald.